Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der Python für Blender Tutorial Reihe. Mein Name ist Thies und heute beschäftigen wir uns mit den Datentypen. Zuerst einmal öffne ich wieder Blender. Und zwar habe ich eigentlich alles so gelassen wie im letzten Video. Hier unten ist der Keyboard-Sensor, hier der Python-Controller. Aber ich habe den Inhalt des Skriptes gelöscht, damit wir jetzt ein neues Skript schreiben können. Wir beginnen mit ganzen Zahlen. Ganze Zahlen sind in Python ganz einfach zu deklarieren. Denn ihr müsst einfach nur ganze Zahlen schreiben. Zum Beispiel schreibe ich jetzt 42. Und Python weiß sofort, dass ich eine ganze Zahl meine. In Python kann man auch rechnen. Und um uns die Ergebnisse ausgeben zu lassen, benutzen wir jetzt den Print-Befehl. Dazu geben wir ein Print. Und dann eine Klammer auf und eine Klammer zu. Alles, was in diesen beiden Klammern ist, wird gleich ausgegeben. Nun beginnen wir mit einer ganzen Zahl. Nehmen wir doch die 42. Addition funktioniert in Python ganz einfach. Man muss einfach nur ein Plus schreiben und kann danach eine andere Zahl wählen. Nun wird Python für uns 42 plus 1 ausrechnen. Um das zu sehen, gehen wir wieder ins Spiel und drücken die Leertaste. Welch Wunder, es kommt 43 raus. Also sehen wir, Python kann sehr gut rechnen. Es gibt auch noch andere Operatoren, zum Beispiel die Subtraktion. Und zwar subtrahieren wir jetzt die 1 von der 42. Ganz einfach, indem wir ein Minus oder auch Bindestrich schreiben. Wir gehen wieder ins Spiel und drücken die Leertaste. Und Python rechnet für uns 42 minus 1 aus. So. Nun gibt es nochmal, das ist der Stern. 42 mal 1 ist zu einfach, finde ich, deswegen lassen wir den Computer 42 mal 2 ausrechnen. So, wir gehen ins Spiel, drücken Leertaste und sehen, der Computer hat 42 mal 2 ausgerechnet. Ich denke, das sind jetzt genügend Operatoren. Ich werde alle weiteren Operatoren, die es noch in der Programmiersprache Python gibt, beziehungsweise die wichtigsten, in die Beschreibung des Videos schreiben. Der Einsatz sollte selbsterklärend sein. So, nun kommen wir von den Ganzzahlen zu den Kommazahlen. Und zwar heißen die in Python Float. Und sie sind auch wieder sehr leicht zu deklarieren. Und zwar muss man einfach ein Komma, also bei Python sind Kommas, also in Python sind Kommata in Form von Punkten dargestellt. Zumindest wenn man Zahlen darstellen möchte. So können wir zum Beispiel 42,2 deklarieren. Und hier funktionieren die Operatoren genauso. Nun kommen wir zu einem anderen Datentyp in Python. Und zwar zum Datentyp Boolean. Das ist ein Datentyp, bei dem es nur zwei verschiedene Werte gibt, und zwar einmal richtig oder falsch, 1, 0 oder true oder false. Und zwar ist das auch wieder ganz leicht zu definieren. Man schreibt einfach true oder false groß. Diesen Datentyp werden wir jetzt am Anfang noch nicht so viel gebrauchen, aber ich wollte es einfach schon einmal gesagt haben. Nun kommen wir zum letzten Datentyp für heute, und zwar ist das der String, also eine Zeichenkette. Eine Zeichenkette haben wir schon im ersten Video benutzt. Und zwar haben wir die Zeichenkette Hallo Welt ausgegeben. Eine Zeichenkette definiert man, indem man Anführungsstriche setzt. Und zwar entweder mit doppelten, so wie hier, oder mit einfachen, so wie hier. Eine Zeichenkette geht nur über eine Zeile. Zeichenketten über mehrere Zeilen werden mit dreifachen Anführungszeichen angegeben. Also entweder dreimal dem doppelten Anführungszeichen und auch wieder mit drei Anführungszeichen beendet oder mit dreimal dem einfachen Anführungszeichen. Eine Zeichenkette können wir ganz genau wie auch Zahlen ausgeben, indem wir print hallo schreiben und dann einfach das Spiel starten. Leertaste drücken und es ausgegeben wird. Bei den Zeichenketten gibt es auch verschiedene Operatoren. Zum Beispiel, wenn wir Zeichenketten addieren. Die Zeichenketten werden einfach aneinander gehängt. Zum Beispiel können wir Hallo plus Welt schreiben und das Ganze dann ausgeben lassen, ist dann Hallo Welt. Subtraktion funktioniert nicht, aber wir könnten zum Beispiel die Multiplikation benutzen, um das Hallo mehrmals auszugeben. Hallo mal 3 zum Beispiel. Wenn wir das dann von Python ausgeben lassen, würde er uns dreimal Hallo ausgeben. Ich denke, das sind die wichtigsten Operatoren und die wichtigsten Datentypen für den Anfang. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Variablen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn du dir das nächste Video auch anschaust.